So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute mit dem Thema Antifeminist und Feminist. Geht beides zusammen? Funktioniert das? Denn ich bin Feminist und Antifeminist. Um das zu erklären, kommen wir gleich später drauf. Zuerst möchte ich nochmal wieder so ein bisschen allgemeine Informationen machen über meinen Kanal, wie es jetzt gerade bei mir alles Stand der Dinge ist. Ja, viele haben auch mal wieder gefragt, ja, was ist eigentlich mit Astralreisen, kommt da wieder was? Ja, es ist so, dass ich vor ein paar Tagen wieder meinen Körper verlassen habe. Ich war draußen und war aber auch gleich wieder drin in meinem Körper. Also es war so, ich habe meine Affirmation gemacht, also ich bin in der Nacht aufgewacht durch Zufall, musste auf Toilette, dann kurz bevor wir einschlafen, habe ich meine Affirmationen gemacht, habe mir gesagt, ich verlasse jetzt meinen Körper, habe mir das vorgestellt. Dann kam es leichte Vibrationen, die Zirbeldrüse war sehr aktiv und da ist es aber auch wichtig, dass man vor diesem Gefühl keine Angst hat, sondern dass man sich reinsteigert und das habe ich auch gemacht und somit habe ich wieder meinen Körper verlassen. Allerdings war es so, dass ich wieder das Problem gehabt habe, ich habe zu wenig Energie gehabt. Ich bin nur langsam vorwärts gekommen, ich bin so über meinen Teppich geschwebt und wollte dann raus und irgendwie war ich dann plötzlich wieder in meinem Körper. Also es war also, da seht ihr das, dass es daran ist, es kann man sehen, dass es eben echt ist, dass es eben nichts Erfundenes ist, was ich da erzähle, sondern es sind halt so, ist halt Astralrest, mal klappt es nicht. Aber dann mache ich mal ein extra Video, die dir sagen, kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Ja, also. Es ist folgendes, ich bin Feminist und Antifeminist, ja. Wie passt es zusammen? Also, ich habe da schon mal verschiedene Videos gemacht. In der westlichen Hemisphäre, in der modernen westlichen Gesellschaft, bin ich Antifeminist, ja. Das hat verschiedene Gründe. Ich sehe, dass der Feminismus dazu führt, dass es immer mehr kippt, dass also immer mehr auch Männer benachteiligt werden und dass auch sowas wie zum Beispiel Familie zerstört wird. Ja. Man hat, Feminismus führt zu hohen Scheidungsraten und ich finde es auch nicht gut, dass es eine Frauenquote gibt in der Industrie, im Kapitalismus. Man sollte eigentlich eher dafür sorgen, dass der Industriekapitalismus mal zu Fall gebracht wird und nicht, dass auch noch Frauen da reingebuttert werden. Ja, dazu ist auch noch sagen, dass der Feminismus, der sich in der westlichen Hemisphäre abspielt, eben kein Feminismus ist, geboren aus Mitleid zu den Frauen, dass man das Leid, das Los der Frauen verbessert. Nein, er ist inszeniert und massiv gefordert worden von der Rockefeller Foundation und das Ziel war, die Familien zu zerstören, oder das Ziel ist ja immer noch, es ist immer noch so, dass Familien zerstört werden und dass eben auch noch Hausfrauen, ja, in die unfreie Firmenindustrie Arbeit verwustet werden, ja, und dadurch erzeugt man noch einen höheren Konkurrenzkampf, denn früher war es so, dass nur der Mann arbeiten gegangen ist und die Frau blieb zu Hause. Jetzt werden beide Geschlechter verwustet und dem Konkurrenzkampf ausgesetzt und das eben zum Vorteil der Arbeitgeber, zum Nachteil der Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer können sich wieder gegenseitig auch mal auspicken und der Arbeitgeber pickt sich die Perlen heraus bei der Einstellung, ja, weil er hat ja genug Leute, ja. Das ist wichtig zu wissen, dass der Feminismus in der westlichen Hemisphäre eben kein Feminismus ist, um das Los der Frauen zu verbessern, sondern es geht nur wirklich um die gottverdammten wirtschaftlichen Interessen, ja, und sowas, so Feminismus steht für mich auf tönenden Füßen, der ist unehrlich, der ist nicht echt, ja, und deswegen lehne ich den Feminismus hierzulande, ja, ab, ganz klar ab, ja. Er führt auch dazu, dass Frauen eigentlich jetzt auch heutzutage sieht man, dass sie eben nur die Perlen sich rauspicken, also einmal vom Traditionellen, dass man sich die Vorteile nimmt, sieht man zum Beispiel beim Unterhaltsrecht, dass man sagt, ja, der Mann ist ja der Ernährer vom Kind, das soll er gefälligst sagen. Auf der anderen Seite will man aber die Vorteile der Gleichberechtigung. Beides funktioniert nicht. Man muss sich für eins entscheiden, ent oder weder. Entweder konsequente Gleichberechtigung, dann darf es auch keine Frauenquote geben, ja, dann muss man wirklich die Geschlechter gleich behandeln,
Oder man geht, sagt, okay, es gibt biologische Unterschiede und da muss man dann anders agieren. Ja, auf jeden Fall, dieser ganze Feminismus hier geht für mich in die falsche Richtung. Die Gleichberechtigung ist nicht gut so, wie sie sich verhält. Viele Sachen sind gut, okay. Frauen haben gleiche Chancen und so weiter. Das finde ich alles okay, ja. Aber es gibt auch Punkte, wo man kritisieren muss, ja. Und zumal ich auch in der westlichen Welt keine wirkliche Frauenunterdrückung sehen kann. Wo gibt es das noch? Also es gibt nur eine geringe Benachteiligung, was den Lohn anbelangt. Das hat man jetzt auch schon vom Gesetz verbessert. Nur hat man jetzt eine Ausnahme gemacht. Ich glaube, bei Firmen, die vielleicht so 10 Arbeiter oder 20 Arbeiter haben, ja, so kleine Pimperles-Firma, ja, die dürfen noch ungerecht bezahlen. Finde ich eine Sauerei, ja. Auch das gehört abgeschafft. Ich bin auch dafür, dass Männer und Frauen den gleichen Lohn haben. Konsequent auch in den kleinen Betrieben. Ja. Und da sieht man wieder, dass der Feminismus nur dann gut ist, solange es der Wirtschaft dient. Ja. Solange es noch die Wirtschaft Ja sagt zu dem Feminismus, wird der unterstützt, wird er gefordert. Und das ist für mich einfach nicht echt, das ist einfach nicht richtig. Ja. So, und jetzt kommen wir mal in den Bereich, wo ich absolut Feminist bin. Ja. Und ich bin absolut Feminist in der dritten Welt. In der islamischen Welt, ja, also in der nicht-westlichen Hemisphäre, da bin ich absolut Feminist, weil da ist die Frauenunterdrückung wirklich noch real, werden Frauen wirklich schlecht behandelt und mies behandelt, ja. Und vor allem, wenn es zum Beispiel um die Ernährungsdiskriminierung geht, das ist nämlich eine Riesensauerei, da habe ich auch eine Dokumentation gesehen, es ist ja so, dass die Frauen die meiste Arbeit leisten auf dem Feld, ja, können aber über den Grund und so, den Grund und Boden, über den die Lebensmittel überhaupt nicht bestimmen. Der bestimmt der Mann. Ja. Und wenn man dann so sieht, wie die ausgemergelten Frauen, die dann noch Kinder auf dem Buckel haben, ja, und noch auf die Felder arbeiten, ja, während der Mann die ganze Kohle abkassiert, ja, und über alles bestimmen kann, ja, dann finde ich das eine Riesensauerei. Auch bestimmen die Männer zum Beispiel über die Bildung von den Frauen, wenn der Mann sagt, die darf, meine Frau oder meine Tochter darf nicht auf der Schule, dann, also die Männer bestimmen, ob Frauen überhaupt gebildet werden oder nicht, ja, also da sind die Frauen total entrechtet, ja, sie haben viel weniger zu essen, deswegen sind sie auch klein und schmächtig, das haben wir herausgefunden, und dadurch werden sie nämlich noch mehr von den Männern unterdrückt, ja, wären die Frauen groß und stark, ja, hätte der Mann keine Chance, die Frau zum Unterdrücker, weil dann hätte sie auch sagen, ja, was willst du eigentlich, ich gebe dir Ohrfeigen, dann liegst du weg, ja, aber die sind so klein und zierlich, schwach, unterernährt, die können sich gegen den Mann gar nicht durchsetzen. Ja, und das ist eine Riesensauerei und dagegen muss man was tun. Die Frauen haben dieses Lohn absolut nicht verdient. Ich kann vor so Feministinnen aus der westlichen Welt habe ich irgendwie gar keinen Respekt. Ja. Das sind so Frauen, die immer nur fordern, 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 ja, und immer nur der Mann ist schuld, ja, suchen immer die Schuld bei anderen. Ja. Die finden wir auch voll unsympathisch, die Feministinnen hierzulande. Ich meine, dass diese Frauen wirklich die Gleichberechtigung verdient hat. Weil das sind auch, ich habe auch die afrikanische Frau zum Beispiel sehr gut hat sie immer kennengelernt. Das sind wirklich ganz gute Mädels. Ja. Die haben die Gleichberechtigung verdient. Oder auch zum Beispiel die kurdischen Kämpferinnen, ja, die gegen DS kämpfen. Das sollten sich unsere Feministinnen mal eine Scheibe abschneiden. Ich bin ja voll kurdische Kämpferinnen, ja, die sollen volle Gleichberechtigung erhalten. Ja. Und auch die afrikanischen Frauen, die leisten die meiste Arbeit. Eigentlich sollte man so machen, dass man den ganzen Grund und Boden auf die Frauen überschreibt, ihnen das ganze Land schenkt. Man sollte den Männern das Land entreißen und ihnen die Frauen schenken, echt ohne Witz. Da bin ich absolut radikal Feminist. Ja, absolut. In den Ländern auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Frauen haben dies nicht, dieses Schicksal und dieses Los nicht verdient. Und wir sind da, ja, dazu da, um das Los unserer Mitmenschen zu verbessern. Ja. Wir sollten nicht immer nur nach unseren Interessen gehen und sagen, ich habe die und die Interesse und ich fordere dies und das. Nein, wir sollten mal überlegen, was kann ich tun, um das Los des anderen Geschlechts zu verbessern. Ich möchte dem anderen Geschlecht helfen, dass es ihm besser geht. Ja? Was kann ich dafür tun? Und dafür sind wir auf der Welt. Wir dürfen nicht sagen, ja, das ist halt so und das ist die Tradition. Nein, nein. Wir sind auf die reinkarniert, um das zu verändern und das zu verbessern. Ja? Schaut euch doch mal an, und genauso das mit der Beschneidung. Ja, was ist das? Was ist denn das, dass von den Frauen die Genitalien zerstückelt werden und verstümmelt werden, und Lebtag drunter leiden? Ja, wie kann man nur? Wie kann man nur sowas zulassen? Wie gibt's das? Wie gibt's das? Dagegen muss man was tun. Da darf das nicht hinnehmen. Und das habe ich getan.
Und ich bin jetzt selber Hartz-IV-Empfänger. Ich muss wirklich jeden Euro fünfmal umdrehen. Aber ja, ich habe mir gedacht, so, ich spende jetzt 5 Euro, habe ich gespendet, am Brot für die Welt. Ich kann euch das auch noch unten verlinken. Für die Rechte der Frauen, ja, dass diese Schweinerei mit der Ernährungsdiskriminierung endlich aufhört, ja, da müssen wir endlich was dagegen tun, ja. Bitte spendet, unterstützt die Frauen in Afrika und überall in der dritten Welt, ja, dass die zu ihrem Recht kommen, dass die zu ihrem Land kommen, ja, und dass die die gleichen Rechte bekommen wie die Männer, ja, das bin ich ganz klar dafür, ja. Weil das ist eine Riesensauerei. Die Frauen machen die meiste Arbeit und haben nichts. Ja. Null, null. Die waren total betrogen und über den Tisch gezogen. Die waren schlimmer behandelt wie Vieh. Ja. Und das kann es nicht sein. Ja. Das darf nicht sein. Und deswegen fordere ich euch auf, da zum Helfer, zum Spender, wenn ihr irgendwie Geld übrig habt. Und wie schaut man mich an? Ich bin Hartz-IV-Empfänger und trotzdem habe ich gespendet. Ja. Also, ich will mich nicht rühmen oder sonst was, aber ich will einfach ein Beispiel geben und auch Leute, da animieren, dass man da einfach mehr Gutes tut. Das wollte ich euch einfach mal erklären, ja. Feminist und Antifeminist, so passt es zusammen, ja. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe weder Hass auf Frauen noch auf Männer. Also alle Geschlechter haben ihre Vorzüge, ihre Nachteile, ja. Und es ist gut, dass es sie gibt. Und ich wünsche jedem nur das Beste. Und ich wünsche auch euch spirituelles Erwachen, Erwachen, Glück, Freude, Liebe, ja, auf dass ihr ein glückliches, zufriedenes Leben habt. Und ja, dann würde ich mal sagen, bitte teilt das Video, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und eine gute Zeit. Macht es gut und bis bald.